So, einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße euch zum zweiten Teil. Zander angeln am Kanal. Ich sag mal so viel, ich sitze unterhalb einer Schleuse. Ich sag mal so ungefähr 100 Meter vom Wehr entfernt. Und werde das jetzt die nächsten paar Tage probieren, ob ich hier nochmal einen Zander verhaften kann. Ja, das ist erstmal soweit alle. Köderfische habe ich gestüppt. Ist erstaunlicherweise sehr gut gelaufen mit Köderfische. Also ist so plötzlich, sag ich mal, so zwischen 8, 10, 11 Zentimeter. Die werde ich dann auch im Komplett beködern. Also aktuell jetzt ist der Plan erstmal Natur, also ohne irgendwelche Lockstoffe. Wenn so in der ersten und zweiten Nacht nichts passiert, dann werde ich mal ein bisschen Krabbenöl, Stint raufmachen und mal gucken, ob man damit sie überzeugt bekommt. Ja, lassen wir uns überraschen, wie immer, sag ich mal. Wie gesagt, nachher zeige ich euch nochmal die Montage. Also ich werde definitiv mit einem 30er Hartmono angeln, was relativ weich ist. Werde heute auch Drillinge drauf haben, ungefähr Größe 10, sag ich mal. Da müsst ihr mal aufpassen beim Hersteller. Ich werde euch die nachher noch zeigen. Wieder so 70, 80 cm Vorfachen, Anti-Tangle und 80 Gramm Strömungsbleie. Strömungsbleie 80 Gramm, ganz einfach, weil hier durchaus das Wehr in der Nacht oder auch am Tage mal aufgeht und dann wieder schließt, also Strömung sich stark verändert, damit es dann auch an der Stelle liegen bleibt. Also zum Köderfischmontage. Der Köderfisch, also ich sag mal so, ich habe jetzt die erste Runde fertig gemacht gerade. Werde dann heute Abend, ich sag mal so gegen 17 Uhr, kurz vorm Dunkel werden, nochmal wechseln und lasse dann den Köderfisch so die ganze Nacht liegen, weil die Wassertemperaturen sind aktuell so, dass man also nicht irgendwie zwischendurch wechseln braucht. Also hier hat es mir in dem Kanal die Erfahrung gezeigt, umso älter der Köderfisch, umso besser die Bisse. Wahrscheinlich, der Zander ist ja eher mal ein bisschen vorsichtig und wahrscheinlich ist er sich dann relativ sicher, wenn das Ding da unten schon eine Weile liegt und der schon ein bisschen hell wird, dass ihm da nichts passieren kann. Ich sag mal so, mein Gedanke. Jo, dann nehme ich euch mal mit. Wie gesagt, den Rest zeige ich euch dann nachher und dann wünsche ich euch viel Spaß und dann gucken wir mal, was so zu machen ist. Also der Plan ist jetzt so 4 Nächte. Müssen wir mal Kumpen gucken. Wenn ich Fisch fange und der wird dann zwischendurch abgeholt, da sagt dann mein Kumpel Bescheid, der kommt dann vorbei. Und ja, Köderfische kann ich hältern hier, die kann ich im Eimer oder im Setzköcher hältern. Ist Gott sei Dank bei uns so, dass man das machen kann. Also ich habe jetzt erstmal vorgesorgt für morgen bis morgen früh und dann sind dann so ungefähr 10 Stunden. Und dann sollte das passen, wa? Gut, all klar, jetzt aber wirklich Schluss. Bis naja, tschüss, tschüss. Steht da jetzt passiert überhaupt nicht mehr? Mal gucken. Ich würde sagen, viel Biss.
Tja, so was passiert. Tja, viel bis Sander. Aber gut, wir geben nicht auf, ist der erste aktuell. Bis gleich. Tschüss, tschüss. Leute, das ist eine richtige Granate. Ja, ich zeige euch den. Das ist ein schöner Zander, eine richtige Rakete. Ich zeige es euch mal. Also der ist schon sehr schön. Mal gucken. Da ist er. Der hält aber auch nicht still. Ja, auf jeden Fall kann ich mich nachher umziehen. Ich bin nämlich nass gleich. So,
da ist er. Ja, ist also auch schwer, muss ich sagen. Ja, guten Morgen. Ja, habt ihr gesehen, erfolgreich Erfolg gehabt, sag ich mal, erfolgreich. ja, also ich sag mal, aktuell sind die Bisse total komisch. Also ich bin von Zander eigentlich gewöhnt, dass der den Köder nimmt und losrennt. Also der letzte Biss war sehr komisch. Oder sagen wir mal so, nicht der letzte, der erste Biss, den ich hatte. Der war um 6:30 abends, also 18:30. Der hat also den Schwinger rausgezogen und hat Schnur genommen, habt ihr ja gesehen. Und hat ihn anschließend wieder ausgespuckt. Jetzt der zweite Biss, den ich hatte, wo ich den Zander bekommen habe, der hat den Schwinger einmal rausgezogen, kurz, und dann wieder stehen geblieben. Also er hat überhaupt gar nichts gemacht und eine halbe Stunde später, weil ich dachte, Schnurschwimmer, denkt man halt so, kann ja passieren nachts, ging der Schwinger wieder raus und hat auch nur ganz kurz Schnur genommen. Also war völlig komisch. Also musste er sich da unten wirklich den Köderfisch im Stehen einverleibt haben. Und er hat auch geschluckt, also da ist überhaupt ja nichts dran zu deuteln. Und hat sich dann wahrscheinlich nur eh mal kurz bewegt und damit hat er mir den Schwinger rausgezogen. Also wenn ich das nicht mitgekriegt hätte, dann weiß ich nicht, hätte er sich wahrscheinlich die ganze Nacht nicht bewegt. Also war ein sehr komischer Biss, bin ich von Zander nicht gewöhnt. Also sehr komisch. Aber gut, ist halt so, muss man mit rechnen. Deswegen sage ich immer nachts mal zwischendurch, wenn sowas war, auch mal die Route kontrollieren und nicht einfach liegen lassen. Weil es kann auch mal so passieren. Also ich bin erstmal zufrieden und nun schauen wir mal, was weitergeht. Ein bisschen Zeit ist noch. Ich werde euch dann nachher nochmal das Vorfachmaterial zeigen, mit was ich angele. Und ich passe auch beim Zanderangeln Hakengröße, Hake oder Drillingsgröße, den Köderfisch an. Also aktuell sind sie so knapp 10 cm, sag mal so groß. Und dadurch nehme ich dann natürlich auch einen 10er oder 8er Drilling. Weil da doch die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass du ihn zumindest hakst. Weil es kann ja auch sein, dass er bloß den im Maul nimmt und wegschwimmt und überhaupt ja keine Animation macht. Damit du zumindest eine Möglichkeit hast, auch mal ihn zu verhaften. Also Fehlbisse, gehe ich mal davon aus, werde ich noch ein paar haben. Und dann lasse ich mich überraschen, was noch so kommt. Wa? Ich sage dann Tschüssi und dann sehen wir uns. Mal gucken. Gut, alles klar, das ist jetzt mal so der Zwischenstand. Und dann schauen wir mal. Gut, tschüss, tschüss. So, wie versprochen, nochmal zu den Montagen. Zeig euch das einfach mal. Also, das ist das 30er Hartmono, was ich verwende. Hat eine Tragkraft von 7,45 Kilo, ist 0,33er. So, ein angel ich mit Strömungsbleie. Ist jetzt die Strömung relativ wenig, aber trotzdem 80 Gramm, damit es auch wirklich liegen bleibt im Wehrbereich. So, und dann gibt es unterschiedliche Sorten von Anti-Tangle, die ich benutze. Also ich habe gerade, kurze, lange, und dann die abgewinkelten. Bei die Anti-Tangle müsst ihr aufpassen, da gibt es grüne zu kaufen. Und grüne, so hellgrün, die sind fluoreszierend. Die leuchten also, wenn du die mit der Taschenlampe oder mit der Kopflampe anleuchtet. Das ist, sag ich mal, nicht so der Bringer. Zumindest nicht im Binnengewässer. Und dann habe ich hier einen Wirbel mit einem Knotenlosverbinder. Der kommt auf der Hauptschnur. Und vorher kommt der Schutzschlauch auf die Hauptschnur. Und der Schutzschlauch wird dann rübergezogen, damit sich die Sehne nicht verhakt, das Vorfach. So, und da ich ja aktuell auf Zander bin, habe ich unterschiedliche Größen von Drillinge aktuell drauf. Ich sag mal so, ich entscheide nach der Köderfischgröße, welchen Drilling ich benomme. Umso kleiner der Köderfisch ist, also nehme ich die hier,
Und wenn er größer wird, nehme ich die. Aktuell hat sich gezeigt, dass die roten Drillinge der Bringer sind. Also ich hatte jetzt die, ja, wie soll ich mal sagen, diese glänzenden drauf. Und da ist gar nichts passiert. Also jeden Fisch, den ich bis jetzt gefangen habe, nur auf einen roten Drilling. Und das Vorfach ungefähr, sag mal, 60 bis 80 cm. Ist jeden selber überlassen, aber so, ich sag mal, 50 und kürzer würde ich beim Zanderangel nicht rangehen. Ja, das war es erstmal soweit und dann gucken wir weiter. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. So, hier ist er nochmal. Ich habe noch was vergessen euch zu sagen. Und zwar bei den Anti-Tangle müsst ihr aufpassen. Da gibt es unterschiedliche Stärken vom Durchmesser. Ich hoffe, ihr seht es, wo die Sehne durchgeht. Also ich sag mal so, ich passe das dann auch immer der Hauptschnur an. Es gibt welche, die haben, ich sag mal, 1,5 bis 2 mm Durchmesser, wo man die Sehne durchführt. Und dann gibt es auch welche von einschlägigen Herstellern, die, ich sag mal, bis 0,30 Schnurstärke nur das Loch haben. Also ich hoffe, man sieht das hier. Also ich versuche immer wirklich die mit dem größten Durchmesser, mit dem größten Loch zu nehmen, weil ich variiere ja zwischen 30er und 35er Hauptschnur. Und die abgewinkelten benutze ich eigentlich nur, wenn die Rute hoch steht. Aktuell also die hier, weil ich ja die Ruten zum Wasser zu stehen habe, dass er so wenig wie möglich Widerstand bekommt. So in dem Bereich. Und dann genau oben auf der Ecke, wo die Landzunge Engel endet, da liegt die zweite Rute. Und wenn er jetzt mit mir hier in die Richtung geht, das ist eigentlich der komplette Werkrahmen und die Strömung geht komplett an der Spundwand lang. Deswegen habe ich 80 Gramm drauf, weil es doch mal steltet wäre. Ja, sind aktuell ganz komische Bisse hier. Vielleicht liegt es an den Temperatursturz, den wir aktuell haben. Und soll jetzt runtergehen auf 0 Grad. Wie gesagt, ich werde das jetzt nochmal beobachten ein bisschen. Und dann sehen wir uns wieder, falls was noch passieren sollte. Das ist sehr komisch alles. Ja, guten Abend, was soll ich sagen? Es läuft erstaunlich gut. Der hat auch bloß wieder ganz kurz gezogen und ist stehen geblieben. Ich zeige ihn euch mal kurz. Da ist er. Ist jetzt so das normale Durchschnittsmaß, aber ist okay. Wie gesagt, sie ziehen nicht, sie fressen im Stand. Ganz komisch. Also habe ich so auch noch nicht erlebt, aber man lernt ja immer dazu. So, guten Tag, guten Morgen, guten Abend. Ja, die Zeit ist wieder um. Das heißt jetzt aktuell an einpacken. Ich mache das wieder von drinnen, weil es heute wieder total stürmisch und windig ist. Ja, kurzes Fazit, bin zufrieden. Hat alles so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. So, der Plan ist, nochmal Zanderangeln fahren, dieses Jahr. Dann ist der nächste Plan Quappenangeln, also Testangeln an der Oder. Mal gucken. Ich bin relativ optimistisch, was das betrifft, da die großen Quappen sich im Sommer bei der Katastrophe ja im Haff und ein Stück weiter unten befunden haben und da das ja nicht ganz so schlimm war.
wie im Hauptstrom, bin ich guter Dinge, dass man da ein oder zwei mal zu Gesicht bekommt. Ja, der Dezember wird, denke ich mal, entspannt. Da muss ich meinen Resturlaub nehmen, den der jetzt weg muss. Also seht ihr mich dieses Jahr vielleicht noch ein oder zweimal wieder. Und im neuen Jahr läuft es dann so in gewohnter Manier weiter wieder. Ja, ich werde euch jetzt noch mal eine kleine Session mit ranpacken. Das ist immer so die Sache, wenn man schon Sachen eingepackt hat, weil man denkt, man braucht sie nicht mehr. Da wünsche ich euch dann noch mal kurz viel Spaß mit. Und dann sehen wir uns wirklich beim nächsten Zander-Film. Ich denke mal, Teil 3 wird es dann. Und dann beim Quappenangeln. Ne? Gut, alt klar. Tschüss, tschüss. Ja, was soll ich euch sagen? Eigentlich bin ich ja schon fast zum Einpacken nach Hause. Aber hier ist er. Ein schöner Zander. Ich sag mal, was wird er haben? 60 cm ungefähr. Ich werde ihn gleich nochmal messen. Ich bin echt zufrieden. Ich sag mal selber Petri zu mir.